Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich euch gerne die Universal Flex Mount Wallbox Stele von Voltus vorstellen. Jeder Besitzer eines Elektrofahrzeugs möchte dieses natürlich auch gerne zu Hause laden. Dazu brauche ich eine Wallbox. Klar, hier in dem Fall die von Heidelberg, die Energy Control. Häufig ist es aber auch nicht machbar, eine Wallbox direkt an eine Fassade zu setzen, vielleicht wegen einem Wärmedämmverbundsystem oder weil einfach keine tragende Wand zur Verfügung steht. In dem Fall haben wir mit der Universal Flex Mount Stele die Lösung geschaffen, jede Art von Wallboxen auf eine Stele zu bringen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal im Detail etwas näher an. Hierzu bauen wir jetzt erstmal die Säule, wie sie hier steht, erstmal wieder zurück und dann zeigen wir euch, wie ihr die Säule erhaltet, in welchem Zustand und was ihr mit der Säule alles so anstellen könnt. So, wir haben jetzt mal die Säule zurückgebaut auf die Einzelteile. Das heißt, wir haben die Wallbox abgeschraubt, wir haben diese Adapterplatte abgemacht und jetzt sieht man auch die Einzelteile der Säule ganz gut. Das Besondere der FlexMount-Säule ist es, dass sie fast alle gängigen Wallbox-Typen adaptieren kann. Das heißt, mittels verschiedener Adapterbleche, hier zum Beispiel für die Heidelberg, ist es möglich, an diese Standardsäule, die ist immer die gleiche, jede Art von gängigen Wallboxen anzubringen. Die Adapterbleche an sich gibt es immer mit oder ohne Regendach, je nachdem, was einem am besten gefällt und wie es von der Einbausituation am besten ist. Und somit kann ich das ganz frei an meine Wünsche anpassen. In dem Fall, wie gesagt, ist es die Heidelberg mit Regendach. Schon mal eine Alternative. Hier habe ich zum Beispiel das Adapterblech für die Keber P30. Auch dieses einfach nur anschrauben, an die vorgefertigten Bohrungen montieren und schon geht das los. Als dritte Variante, einfach nur damit man es mal gesehen hat, habe ich hier die Variante für die ABL EMH1 Wallbox. Wie man sieht, die Optik an sich der Säule ist immer gleich und somit habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise einen Ladepark habe mit mehreren verschiedenen Wallboxen, die Grundoptik der Säule ist immer gleich und ich kann somit sehr preiswert und sehr flexibel die Wallboxen dementsprechend auch im Freien auf Parkplätzen beispielsweise montieren. Da die Zahl der Wallboxen am Markt sich natürlich von Tag zu Tag steigert und auch immer mehr Nachfragen nach Sonderanfertigungen angeht, sind wir natürlich bedacht, immer wieder auch neue Adapterbleche zu bauen. Im Shop bei uns, bei Voltus, seht ihr die verfügbaren Bleche, aber wenn ihr irgendwie eine Sonderanfertigung haben möchtet, kommt gerne auf uns zu und wir prüfen, ob wir da was für euch tun können. Schauen wir uns jetzt auch nochmal die Stele im Detail an, denn auch dort verbergen sich ein paar Besonderheiten. Im oberen Teil der FlexMount-Stele haben wir die vier Muttern oder Gewindegänge, um die Adapterplatten zu montieren. Wie schon gesagt, das Material ist ein gebürstetes Edelstahl. Und im unteren Bereich haben wir einen massiven Standfuß. Wir haben jetzt mal gerade die Säule einmal umgedreht. Auf dem Fuß sieht man jetzt verschiedene vorgefertigte Löcher, mit denen ich halt eben dann die FlexMount-Stele auf dem Betonsockel oder auf der optionalen Betonhülse montieren kann. Der Innenraum der Säule ist dann dafür ausgelegt, das Kabel bis zur Wallbox zu bringen und dann je nach Adapterblech von unten oder von hinten oder von oben in die Wallbox hereingehen zu lassen. Nachdem wir uns jetzt die eigentliche FlexMount-Stele etwas näher angeschaut haben, werfen wir jetzt einen Blick auf die Adapterplatten. Wie schon gesagt, die Adapterplatten an sich sind komplett vorgebohrt und komplett vorberüstet für die jeweilige Wallbox. Hier die zum Beispiel für die Heidelberg, hier die zum Beispiel für die ABL EMH1. Und alle Platten passen direkt ohne weitere Zutun von euch auf die FlexMount-Stele. Hierzu haben wir
verschiedene Bohrungen in den Platten drin, die dafür sorgen, dass wir die Wallbox einfach nehmen können, draufschrauben und fertig. Wir fangen jetzt damit an, die Adapterplatte auf die Flexmontstäbe zu montieren. Hierzu noch dazu gesagt, bei jeder Adapterplatte sind natürlich alle benötigten Schrauben und auch die Montageanleitung mit vorhanden. Schon fertig. Als nächsten Schritt nehmen wir uns die Schlossschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Das sind in der Form diese Schrauben mit einer Beilagscheibe und einer passenden Mutter. Davon sind genügend mit dabei. Und jetzt schnappen wir uns die Wallbox. Stecken die Schlossschraube von hinten in die passenden Löcher. Und anschließend schrauben wir natürlich die Muttern vernünftig fest. Nach diesem Schritt kann ich jetzt die interne Verdrahtung in der Wallbox vornehmen, kann dann dementsprechend ganz einfach das Kabel einführen, in dem Fall der Heidelberg von unten. Und wenn das getan ist, schraube ich nur noch die Frontblende der Wallbox drauf. Und dann kann die Wallbox eigentlich auch schon in Betrieb gehen. Wenn dies geschehen ist, können wir auf der Rückseite die Verblendung anbauen und somit ist die Flexmontstele komplett und einsatzbereit. Hierzu habe ich sie jetzt der Einfachheit halber einfach umgedreht. Wir nehmen uns einfach das Blech. Und können jetzt einfach alle Schrauben des Halteblechs mit der Flexmontstele verschrauben. Wie ihr seht, mit verhältnismäßig wenigen Handgriffen ist die Wallbox an der Flexmontstele montiert und ergibt somit eine sehr schöne Optik, vor allem durch das gebürstete Edelstahl. Das Wetterschutzdach sorgt dafür, dass die Wallbox auch gegen Umwelteinflüsse gut geschützt ist. Und so in der Form kann die Flexmontstele mit eurer passenden Wallbox überall montiert und aufgebaut werden. Schaut gerne auch im Shop mal nach, welche verschiedenen Adapterplatten für die Flexmontstele wir bereits im Sortiment haben. Wie schon gesagt, wir werden die regelmäßig erweitern. Von daher, wenn ihr Ideen habt für weitere Adapterplatten für eure Wallbox, sagt uns gerne Bescheid und wir schauen, was wir für euch machen können. Wenn ihr weitere Fragen habt zur Flexmontstele, zu Wallboxen, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.